Sternstunden auf Sylt. Für diese sorgt Christina von Pirch. Die 44-Jährige ist Apartmentprüferin und testet im Auftrag des Deutschen Tourismusverbandes, kurz DTV, Ferienwohnungen. Heute hat sie eine Besichtigung in Altwesterland. Heute sind wir bei Frau Maron im Apart Ambiente. Sie hat zwei Wohnungen zusammengelegt und es geht heute darum, dass die Wohnung dann den vierten, also die zusammengelegte Wohnung, die 4 Sterne bekommt. Und das prüfen wir heute. Und das ist sie, Ursula Maron. Sie hat die Apartmentprüferin gerufen. Die Vermieterin weiß, eine Klassifizierung durch den DTV ist ein Qualitätsmerkmal. Denn vor allem auf Sylt und in Zeiten sinkender Besucherzahlen fällt die Wahl der Gäste eher auf geprüfte Qualität. Das ist ein Leistungskriterium für die Gäste, die wissen, was sie erwarten können, was drinne sein soll und wie man sich einrichtet. Die Fotos sagen es aus und die möchten natürlich ihre Ansprüche erfüllt sehen und suchen schon demnach auch die Apartments aus, wie gepflegt die sind. Die Klassifizierung des DTV gilt für Ferienhäuser und Apartments. Sie darf nicht mit der Hotelklassifizierung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes verwechselt werden. Hier gelten andere Maßstäbe. Und um dieses Objekt geht es heute. Das Apartment Smaragd. 3 Sterne hat das Objekt bereits. Jetzt wurde umgebaut für noch mehr Komfort. Die Bäder haben Fußbodenheizungen, Fenster sind drin, Dusche, WC, Waschbecken und ein paar Kleinigkeiten, was der Gast so braucht. Wie zum Beispiel ein Föhn, Zebertücher, ein paar erste Grundausstattungen für Duschbereiche und eine Handwaschlotion und eine Handcreme. Das stelle ich immer gleich zur Verfügung. Allgemeine Mindestkriterien für eine Klassifizierung durch den DTV sind unter anderem ein gepflegter Zustand des Objekts, alle Wohnräume müssen ein Fenster haben und die Ferienwohnung darf nicht komplett im Keller liegen. Außerdem müssen eine Kochgelegenheit, ein Kühlschrank, Spüle, Kaffeemaschine sowie ausreichend Geschirr zur Verfügung stehen. Das alles ist im Apartment Smaragd gegeben. Doch was ist für die 4-Sterne-Kategorie ausschlaggebend? Also erstmal, dass kein Wohn-Schlafraum mehr besteht. Das ist das Mindestkriterium dafür, dass man überhaupt den 4. Stern erreichen könnte. Dass die Bettwäsche inklusive ist und die Handtücher inklusive und dass die Betten schon bezogen sind. Das ist ein Mindestkriterium und noch viele kleine andere. Für jedes Kriterium gibt es Punkte, die in einen Bewertungsbogen eingetragen werden. Positive Aspekte erhalten Pluspunkte, negative Minuspunkte. Für 4 Sterne muss das Apartment von Frau Maron mindestens 700 von über 900 möglichen Punkten erreichen. Also das ist jetzt ein erhöhtes Bett. Dadurch kriegt man auch schon Punkte. Ja, unser Südbalkon ist also immer in der sonnigen Lage und man kann hier frühstücken, man kann sich das alles zusammenstellen, wie man möchte. Über 500 Wohnungen hat Christina von Pirch in ihrer Laufbahn schon besichtigt. Doch wie wird man eigentlich Apartmentprüfer? Ich wurde gefragt, ob ich das machen möchte. Dann muss man eine Schulung machen. Erst eine 2-tägige und dann alle 3 Jahre wird man nachgeschult. Und dann darf man die Apartments bewerten. Sind die Lattenroste verstellbar? Ja, da kann man Kopf- und Fußteil beides verstellen. Um den Zustand des Objekts zum Zeitpunkt der Bewertung zu dokumentieren, macht Christina von Pirch Fotos. Gut. In der Wohnung hat sie nun alle Räume gesehen. Zusätzlich steht den Gästen noch ein Wellnessbereich kostenlos zur Verfügung. Eine Sauna für 5 Personen ist dann hinten eingerichtet und Liegebereiche. Also das ist nicht zwingend notwendig. Das ist natürlich ein Traumobjekt mit diesen ganzen Vorteilen. Aber es gibt auch Wohnungen, die im 3-Sterne-Bereich sind, die das nicht haben, aber trotzdem bewertet werden können. Also es muss nicht zwingend so ein Wellnessbereich da sein. Das Ende der Besichtigung. Zurück im Büro wird Christina von Pirch ihre Beurteilung in ein Bewertungssystem eingeben. Dieses errechnet die erreichte Punktezahl des Objekts. Dann wird erst klar, ob das Apartment von Frau Maron den 4. Stern bekommt. Auf Wiedersehen, Frau Maron. Ich melde mich in den nächsten Tagen. Schön, dass Sie da waren. Und ja, ich hoffe, es klappt gut und ich kriege einen schönen Stern dazu. Einige Wochen später ist es dann offiziell. Ursula Maron hat den 4. Stern für das Apartment Smaragd. Und Christina von Pirch ist bereits schon wieder als Sternbringer auf Sylt unterwegs.